Hallo, ich mache heute wieder eine neue Folge zum Thema Informationsvisualisierung und diesmal möchte ich vor allem auf Datensätze eingehen und vor allem auf Datenquellen. Das heißt, wo bekomme ich denn eigentlich überhaupt Daten her, die ich visualisieren kann und die ich auswerten kann? Weil das ja oft einmal das größte Problem ist. Aber wo bekomme ich gute Daten her? Wo bekomme ich viel Daten her? Man kann es ja nicht immer selber sammeln. Also das heißt irgendwie mit Sensoren aufnehmen oder irgendwie Statistik betreiben. Das heißt, irgendwie Umfragen machen oder so, das wird auch gehen. Man kann natürlich Datensätze irgendwo mit einem Spider-Programm aus einer Webseite extrahieren. Ja, das geht auch. Wenn man irgendwelche Webseiten hat mit Tabellen, dann kann man eben sich ein Skript schreiben, um die Daten zu extrahieren. Aber man kann sich's auch leichter machen und es gibt mittlerweile unheimlich viele gute Datenquellen, die man eben frei nutzen kann, um jetzt Daten zu bekommen, um Datenanalyse zu betreiben, um Informationsvisualisierungen zu machen und Daten eben auszuwerten. Und auf das möchte ich heute mal näher eingehen. Also das heißt, ich möchte mal einige Datenquellen vorstellen, die es so gibt im Internet. Und aus gegebenen Anlass möchte ich ja schwerpunktmäßig auf Datenquellen von für Corona eingehen, das heißt Daten, die sich mit der Ausbreitung und irgendwie der Krankheit Corona in einzelnen Ländern oder global beschäftigen. Ja. Und da gibt es mittlerweile eben auch eine ganze Flut von Daten, also die ist sehr unübersichtlich auch und deswegen vielleicht ganz gut, wenn man die in einem Podcast mal kurz zeigt. Deswegen möchte ich die eben jetzt auch als Videoaufzeichnung hier zur Verfügung stellen. Ich klicke mich mal einfach durch ein paar Datensätze durch und zeige mal einfach, was so für Quellen gibt und was für Daten da vorhanden sind. Gut, als erstes habe ich ja schon mal in einem Video gezeigt, es gibt diese Kaggle-Seite. Das ist so eine Datenanalyse-Plattform. Das Ziel der Plattform ist im Prinzip, dass sich da Firmen eben eintragen können und irgendwie Projekte initiieren können, dass die sagen, sie haben ein gewisses Problem mit irgendwelchen Daten, stellen die Daten zur Verfügung und starten dann so einen Wettbewerb und loben dann auch ein Preisgeld aus und derjenige, der die beste Datenanalyse eben betreibt und der dann am nächsten an das Ergebnis, an das Erwartete drankommt, der bekommt dann auch den Preis. Ja. Also da gibt es dann auch so ein Ranking. Das ist so ein bisschen sportlich zu sehen. Das ist das eine, was Kaggle ausmacht. Das sieht man auch hier bei Compete. Ja. Es gibt aber auch einfach irgendwelche Datensammlungen. Und es gibt auch mittlerweile, das haben wir ja auch schon gesehen, so einfach Tutorials und Lerneinheiten, wo man dann auch im Prinzip sich über Datenanalyse fit machen kann. Da gibt es auch sehr viel zur Informationsvisualisierung. Sehr interessant. Was es mittlerweile auch gibt, ist natürlich, wie man hier schon sieht, es gibt Daten zum Coronavirus und man kann hier dann entweder auf Getting Started oder auf View Contributions mal gehen und sich mal das anschauen, was es da gibt. Es gibt vor allem, wie man hier sieht, erstmal einfach Literatur über Corona. Also das heißt, man kann sich dann quasi auch medizinisch mal fit machen, damit man eben die Daten auch kennenlernt. Das ist ja auch das Wichtigste eigentlich am Datenvisualisieren auch, dass man einfach mal weiß, wovon die Daten handeln. Wenn man einfach nur die Daten nimmt und so analysiert, dann hat man im Prinzip eigentlich relativ wenig davon. Das heißt, man kann sich hier über eben zum Beispiel Inkubationszeit, was ja wichtig ist, weil man ja weiß, dass das 2 Wochen lang dauert, bis man sich eben wirklich, bis die Krankheit dann ausbricht nach der Ansteckung. Und solche Dinge, das ist dann nochmal ganz genau eben erklärt, auch Risikofaktoren und so weiter. Das kann man hier nochmal nachlesen. Es gibt natürlich dann hier verschiedene andere Sachen. Es gibt eine Suchmaschine und von Leuten, die das auch bereitgestellt haben, dann eben. Und es gibt hier auch vor allem jetzt dann die Datensätze, die man sich dann mal anschauen kann. Ja. Da gibt es dann auch von verschiedenen Usern bereitgestellte Sammlungen. Ja. Es ist meistens so, dass die Datensammlungen nicht von den Usern natürlich selber stammen, sondern die haben das auch irgendwie im Prinzip aggregiert und gesammelt. Wir können ja mal einfach auf den ersten Link
klicken. Es gibt natürlich eine ganze Menge. Ne? Das ist ja auch dann wieder schon, da hat man dann mittlerweile auch schon die Qual der Wahl, auch bei Kegel schon. Da gehen wir mal drauf. Da sieht man auch, das ist vor allem jetzt US-spezifisch das Ganze. Man sieht hier einzelne CSV-Dateien, Countries, Data, Time, Deaths, Time Series und so weiter. Die kann man sich eben mal einfach anklicken. Dann hat man hier auch, das ist ja wunderbar gemacht, so eine Vorschau. Man kann hier auch wieder die einzelnen Datensätze direkt runterladen, eben als CSV-Datei, und sich die dann eben mal anschauen. Können wir mal gerne machen. Sieht dann eben so aus als Rohdaten. Da kann man natürlich erstmal nicht viel anfangen. Es sind viele Nullen dabei, wie man sieht, ne? Sozusagen Sparse Data. Was jetzt vielleicht auch schön ist, man kann hier direkt nicht nur die Daten runterladen, sondern man kann irgendwie ein Notebook anlegen, direkt in der Kaggle-Umgebung, um sich dann die Daten anzusehen. Also wie gesagt, in Kaggle gibt es auch relativ viele Sachen. Es gibt aber auch nicht nur Kaggle, muss man auch sagen. Also das heißt, ich gehe jetzt da einfach mal auch weiter. Ich habe zum Beispiel einen ganz interessanten Datensatz, nämlich von Data World. Das ist hier ähnlich wie Kaggle. Ne? Also Data World ist im Prinzip auch so eine Plattform, die ist auch irgendwo kommerziell. Aber es gibt eben auch einen freien Community-Zugang. Ne? Das heißt, wenn man jetzt zahlt, dann kann man hier auch so eine Umgebung haben wie Jupyter Notebook und auch im Cloud-Platz sozusagen und Rechenleistung. Man kann aber auch sich so einloggen und ist dann im Prinzip auf einer Community-Webseite. Da kann man auch suchen. Es gibt natürlich hier, wie man sieht, relativ viel auch zu Corona natürlich. Ja. Also das ist ja jetzt auch wirklich ein Riesenthema. Genau, man kommt hier zum Beispiel auf diese Data World Resources Corona Seite und kann dann hier einfach mal schauen, was es hier an verschiedenen Daten gibt. Es gibt hier dieses Data World Dataset und hier auch, das ist interessant, die European Corona-Daten. Und die sind natürlich jetzt für uns ganz interessant. Die sind auch von der WHO. Und wenn man da jetzt drauf geht, dann kommt man eben zu diesen wirklichen Tabellen wieder. Ja, das ist dann hier die gleiche. Und man sieht, man hat hier Data Full CSV, auch wieder eine CSV-Datei mit den einzelnen Daten. Da kann man auch wieder verschiedene Sachen machen. Man kann die natürlich wieder runterladen als CSV-Datei. Man kann die aber auch, das ist vielleicht ganz angenehm, also wenn ich irgendwie die Daten nicht alle auf meinem Rechner habe, ne, also das ist natürlich schon ganz gut, wenn ich einen Snapshot habe, aber wenn man davon ausgeht, dass die auch aktuell bleiben, die Daten, ja, dann kann man eben hier auf Share URL klicken. Und kann dann hier gleich, eben hat man die Rohdaten eben als Link zur Verfügung oder man kann es eben gleich in Pandas eben sich integrieren. Das heißt, ich kopiere mir das hier raus und kann das dann hier gleich eingeben und die Daten quasi laden und kann die jetzt mir anschauen. Oder? Kann ich jetzt hier die FTL machen und dann sehe ich schon, das ist irgendwie Z, das ist dann anscheinend Zimbabwe natürlich die. Das Land mit Z, ja, wenn ich Head mache, dann müsste vielleicht Afghanistan kommen. Genau. Und so sieht man schon, also ich habe da eben ganz viele Daten zur Verfügung, kann die natürlich jetzt auch filtern. Ja. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt mal die Daten nur aus Deutschland und könnte, ja, ich könnte es jetzt auch erstmal plotten, ne. Ich könnte mal schauen, was passiert. Genau, das sehe ich schon auch. Da kommt tatsächlich was Sinnvolles. New Cases, das ist jetzt quasi global. Ja, und habe dann hier Total Cases relativ viel. New Cases sind jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, aber ich möchte jetzt einmal die Daten aus Deutschland eben haben. Das heißt, ich mache jetzt Folgendes: Ich sage, das Data Frame
Da filter ich dann auch noch und sage Data Frame Location. Also mit Anführungszeichen. Data Frame Location gleich Germany. So, dann müsste eigentlich passen. Punkt Tail. Genau, und dann habe ich quasi alle Daten aus Deutschland und die kann ich natürlich dann auch wieder plotten. Man kann jetzt hier Plot machen und dann habe ich die eben von Deutschland geplottet. Man sieht hier auch die Total Cases, eben eine Kurve, die sich leicht abflacht. New Cases, das ist auch so, dass die jetzt leicht sinken hier. Das kann man hier vielleicht schon ganz gut erkennen. Ja, also das ist natürlich eine sehr gute Quelle, also diese Data World. Da hat man dann auch eben gleich die relevanten Quellen eben von der WHO oder auch von der Johns Hopkins Universität zur Verfügung. Die sind natürlich irgendwo auch wieder gesammelt von irgendwelchen Nutzern. Ja. Das heißt, die sind vielleicht auch nicht super aktuell, ja, also, aber dafür sind sie schon mal so geordnet, dass man sie eben gut eben filtern und so weiter kann. Ja. Es gibt dann auch noch Diskussionen, da kann man sich dann nochmal auch Fragen und Antworten holen, ne. Single Location und so weiter. Genau. Ja, also es gibt Leute, die sind dann natürlich irgendwo mehr oder weniger kompetent, kann man sich dann ja auch mal alles anschauen. Ja, also sehr interessant das Ganze. Ich denke, das ist eine ganz eine gute Quelle. Man kann natürlich jetzt auch, was weiß ich, jetzt nur New York zum Beispiel sich anschauen, wenn man jetzt vielleicht daran interessiert ist, wie sich das ausbreitet. Na, da gibt es dann auch entsprechende Datensätze und so weiter. Ist natürlich auch ein bisschen Richtung Amerika getrimmt, das Ganze. Ja. Was gibt es noch? Es gibt, nachdem man jetzt diese Data World Geschichten sich anschauen kann, gibt es natürlich noch viele andere Sachen. Es gibt zum Beispiel, gehen wir mal beim Datenportal Deutschland GovData gibt es auch, das ist ganz interessant. Da gibt es eben auch Daten, frei verfügbare, Open Government nennt sich das Ganze hier. Und hier gibt es natürlich auch, wie man es nicht anders erwartet, aktuelle Daten zu Covid-19. Und da ist es so, ja, dass die natürlich auch irgendwie halt ihre Überlastung haben. Es gibt hier einen Corona-Hub von Esri, da gibt es dann Rohdaten. Es gibt, wie gesagt, eine ganze unübersichtliche Anzahl von Datenquellen. Es gab diesen Wir versus Virus Hackathon, wo man eben so versucht hat, die Community an einem Wochenende dazu zu bringen, sich mit dem Virus zu beschäftigen und da alle möglichen Projekte zu initiieren. Das waren jetzt nicht nur Datenanalyseprojekte, sondern alles Mögliche. Jeder konnte was dazu beitragen. Das war eben so ein Hackathon, wie man so schön sagt. Wobei das nicht nur für Coder war, sondern auch für alle möglichen Leute. Und auf jeden Fall haben sie hier eine Linksammlung gesichert und veröffentlicht. Und da kann man ja auch mal gucken. Ja, das heißt, hier die Linkliste ist als CSV-Datei natürlich auch im CSV-Format erhältlich. Das heißt, die machen wir uns jetzt mal auf und schauen mal, was sich da tut. Und zwar, man sieht hier Datensatz. Ja, ist natürlich jetzt auch wieder so ein CSV-Datensatz, das heißt, aber sehr einfach, ne? Es sind halt immer hier hinten die Links dran, viele GitHub-Seiten, wie man sieht, Geoinformationen der Johns Hopkins Universität auf GitHub, kann ich ja mal rauskopieren. Vielleicht sollte man das auch mal. Das ist ja jetzt Gott sei Dank mit Strichpunkt separiert. Das heißt, das ist jetzt was, was man auch mit
mit Excel aufmachen könnten. Das heißt, ich klicke jetzt einfach mal drauf und mache jetzt hier einfach mal Excel. Ja. So. Dann sieht man das ja besser. Also ich habe das auch schon mal erwähnt, dass ja in deutschen Excel diese CSV-Dateien eben mit Strichpunkt getrennt werden und im Englischen mit Komma und der Dezimalpunkt eben im Deutschen das Komma ist. Deswegen ist das ein bisschen verwirrend. Man muss immer schauen, ob man deutsche oder englische CSV-Dateien hat. Aber jetzt kann ich natürlich das ein bisschen schöner sehen. Das heißt, hier gibt es Datensatzname irgendwo. Das ist natürlich jetzt irgendwo der Header. Den können wir mal hier so ein bisschen hervorheben. Und dann hat man hier natürlich den Link und dann irgendwo einen Kommentar. Ne? Genau. Okay. Datensätze zur weltweiten Corona-Ausbreitung. Man kann das auch mal ein bisschen größer machen, damit Sie das auch alles schön sehen. Ja. Gibt es hier European Data Portal? Also diese, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass diese Datenportale irgendwo auch wie Pilze aus dem Boden schießen. Also es gibt sehr viele Open Data Portale, ne? Das GovData selber hier natürlich taucht auch auf. Personen in Krankenhäusern in Deutschland, das ist natürlich auch ein interessanter Datensatz, weil meistens hat man ja einfach immer nur diese Total Cases und was weiß ich, die Toten, Total Deaths und irgendwelche, was weiß ich, verschiedenen Statistikdaten über die Krankheit, über die Ansteckung und über jetzt die Toten. Aber sowas ist natürlich interessant, dass man sagt, okay, wie viel ist denn Personal in den Krankenhäusern? Auf Landkreisebene ist natürlich auch interessant hier. Ne? Da gibt es dann auch Links, wenn man jetzt wirklich mal im Kleinen schauen will, was ja irgendwie, es betrifft ja jeden selber sozusagen. Ja? Da kann man dann da mal schauen. Es gibt natürlich die Johns Hopkins Daten auch und es gibt eine REST-Schnittstelle, wo man das Ganze dann auch sich anschauen kann. Ja? Vielleicht wäre das jetzt mal was, was man sich mal nochmal extra anschauen kann. Ich schaue jetzt bloß mal hier diese, was ich mir da schon rauskopiert habe. Das ist hier ein Datensatz von der Johns Hopkins Universität. Die haben quasi das auch auf GitHub. Ne? Also GitHub ist ja eine andere Plattform, die man vielleicht noch erwähnen muss, falls jemand nicht kennt. Also GitHub ist im Prinzip ja eine Repository-Seite, die vor allem dazu da ist, Software öffentlich zur Verfügung zu stellen. Also das heißt, es ist eigentlich so, dass man GitHub, da steckt Git als Name mit drin. Git ist eine Software zum Versionieren und Verteilen von und Verwalten von Softwareprojekten. Und GitHub ist eine Plattform, die eben das Git eben im Hintergrund hat und dazu außenrum noch so eine tolle Web-Oberfläche und so eine Art Social Network macht. Ja, man kann da eigentlich viele Softwareprojekte finden. Also das heißt zum Beispiel auch bekannte Softwareprojekte wie Linux zum Beispiel selber oder irgendwelche anderen großen Projekte, die sind da eben zur Verfügung gestellt von der Community. Das sind meistens Open-Source-Projekte. Es gibt aber auch mittlerweile relativ viele Daten, die eben verfügbar sind. Und das ist eigentlich, muss man auf jeden Fall kennen. Ne? GitHub ist eigentlich sehr wichtig mittlerweile. Da ist quasi die ganze IT sozusagen irgendwo, findet da statt, würde ich mal fast sagen. Also das hat ja jetzt Microsoft gekauft, das Ganze. Das ist natürlich schon auch interessant, dass die das jetzt mit haben. Aber es ist trotzdem noch frei zugänglich und so weiter. Und hier sieht man natürlich, die Johns Hopkins Universität hat da auch ihre Daten hochgeladen.
Es gibt dann hier auch wieder Data Sources, na, die haben ja ihre Daten auch nicht, die sammeln die ja auch nicht quasi, dass die da Leute rausschicken, sondern die sammeln die auch wieder von anderen Plattformen, die dann aggregiert werden. Also da sieht man schon auch, dass das relativ viel Daten sind natürlich, ja. Quellen wieder an sich. Ja. Da stellt sich manchmal natürlich die Frage, wie valide sind die Daten, wenn jeder von jedem die Daten nimmt und dann irgendwie miteinander vermischt. Es gibt hier dann Archive-Data und dann gibt es eben, schauen wir da mal rein, Daily Case Updates, Time Series, da gibt es dann verschiedene, die sind natürlich dann auch wieder in CSV-Dateien jetzt geordnet. In einzelnen natürlich jetzt hier wirklich jetzt täglich. Ne? Nee. Sind nicht täglich, die sind. Man kann ja mal so reinschauen. Man hat ja auch bei GitHub mittlerweile so eine Ansicht, wo man jetzt hier das Ganze eben als Tabelle auch schon sehen kann, wenn es eine CSV-Datei ist. Und hat hier auch ein Datum, ja, das ist dann doch dieses Datum hier. Und kann natürlich das Ganze auch runterladen. Man kann sich es einfach rauskopieren. Man kann hier zum Beispiel auf RAW gehen und dann hat man die Rohdaten hier sichtbar. Man kann es natürlich einfach runterladen. Man kann das Ganze runterladen. Man kann jetzt hier zum Beispiel auch normalerweise hier Clone or Download. Dann kann man das als ZIP runterladen. Oder wenn man eben über Git kann man das direkt klonen. Man nimmt den Link und macht im Terminal Git Clone und dann hat man das direkt auf dem Rechner zur Verfügung. Ne? Das kann man ja auch machen. Also, um es mal zu zeigen. Ne? Das heißt hier, ich nehme jetzt das einfach raus und gehe mal auf irgendein Terminal. Moment, ich mache ein neues Fenster. Genau, und kann hier zum Beispiel Git Clone und dann halt jetzt Git Clone und dann einfach den Link hier rein kopieren und dann klont er die Daten eben runter. Das dauert natürlich seine Zeit, weil das eine ganze Menge Daten sind und dann habe ich die direkt auf dem Rechner auch. Also ich kann auch das nur empfehlen, mit den Gits zu arbeiten, weil man kann dann quasi sich auch wieder synchronisieren und kann im Prinzip dann das Ganze wieder updaten und dann hat man wieder die normalen Daten eben dann die aktuellen zur Verfügung. Das ist gar nicht schlecht, damit zu arbeiten. An sich kann man natürlich auch einfach das CSV-Datei, die CSV-Datei runterladen. Und wenn wir schon dabei sind, kann man natürlich hier auch bei GitHub auch nach Corona-Daten suchen. Aber man könnte jetzt hier da suchen. Da gibt es natürlich genügend Sachen. Normalerweise, Moment, wo bin ich denn jetzt hier? Achso, ich bin hier noch in diesem. Das heißt, ich muss natürlich auf die GitHub Homepage gehen hier. Ja. Und dann kann ich hier natürlich suchen und kann hier jetzt Corona eingeben. Und kann dann normalerweise suchen. Ne, hier. Entschuldigung, jetzt. Ne? Und dann sieht man schon, da gibt es natürlich wieder eine relativ unüberschaubare Flut an Daten. Man muss sich natürlich irgendwo mal darauf einigen, was man jetzt für Daten nimmt. Also meiner Meinung nach ist dieses Data World eigentlich ein ganz guter Anlauf, um jetzt Daten runterzuladen. Natürlich sind die Originaldaten der Johns Hopkins Universität auch natürlich interessant, klar. An sich sind die vielleicht jetzt nicht so aktuell wie jetzt vielleicht die einzelnen Daten aus denen, weil die ja auch wieder zusammengesetzt sind, aber ich denke, die sind dann doch relativ aktuell. Das Problem ist nur bei diesem Repository von Johns Hopkins, von der Johns Hopkins Universität, dass die natürlich auch wieder in einzelnen Dateien sind. Und deswegen denke ich, sind diese
Data World Datensätze ganz günstig, weil die eben schon irgendwo aggregiert sind und dann natürlich leichter zugänglich sind. Also da gibt es eben dann verschiedene Leute, die dann irgendwie schöne Sichten sozusagen da nochmal erstellen. Ja, zurück zu dieser Datei hier, Mirror versus Virus, da kann man natürlich jetzt dann auch mal verschiedene Sachen sehen. Es gibt eine REST-API, da kann man quasi dann Anfragen, also Queries stellen in so einem gewissen Format. Das kann man hier auch mal sich anschauen, da gibt es bestimmt eine Beschreibung dazu. Mal schauen. Halt. Jetzt. Genau. Hier sieht man also diese auch wieder auf GitHub natürlich. Diese REST-API-Webseite, Coronas Tracker-API, Simple and Fast API-Tracking. Und das sind eben die Datensätze, die dann wieder dafür verfügbar sind. Und man hat hier ein Beispiel. Man kann das mit Curl, also das ist auch so eine Software, wo man Sachen runterladen kann über die Kommandozeile. Und es gibt dann eben über Get kann man zum Beispiel Sources, dann gibt es hier verschiedene Antworten, was es für Quellen gibt. Das sind eben diese da oben. Und man muss sich halt da mal durchklicken. Man kann dann eben verschiedene Sachen wie Locations machen. Man bekommt dann so eine Antwort nicht als CSV, sondern eben als JSON-Format. Da möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen, über diese Datenformate. Bisher haben wir ja nur über CSV-Dateien geredet. CSV-Dateien sind eben tabellarisch strukturierte Daten, einfach mit Komma oder Strichpunkt getrennt und die Zeilen eben mit einem neuen, also die einzelnen Datensätze in einer neuen Zeile eben mit Zeilenumbruch. Und im Gegensatz dazu sind diese JSON-Dateien eben baumartig strukturiert, was es natürlich auch schwieriger macht zum Auswerten dann im Prinzip. Ja. Aber man sieht, also man kann über dieses REST-API natürlich gezielte Anfragen übers Web stellen. Man kann natürlich auch den kompletten Datensatz irgendwie runterladen und dann selber analysieren über Pandas und Python. Ansonsten kann man da natürlich eben mal wirklich mal durchgehen. Das sind ja doch eine ganze Menge Datensätze, Covid-Tracking. Es gibt ganz viele Webseiten mittlerweile, die eben zum Coronavirus entstanden sind natürlich und so weiter. Man kann auch immer die Kommentare vielleicht lesen, was hier noch steht, irgendwie, was da vielleicht interessant ist. Pro Tag hier, na, das ist hier die aktuellen Fallzahlen des Robert-Koch-Instituts, was irgendwie anscheinend doch nicht schlecht ist. Das sind die genau in der Tabelle. Zeile 12 war das, genau. Halt. Die wollte ich hier. Ne? Genau, kann man mal gucken. Das ist wieder so eine GitHub-Seite. Nee, doch nicht, das ist eine andere Seite. Aber hier, genau, das sehe ich dann sogar eine Lizenz. Manchmal haben auch Daten eine Lizenz, da muss man vielleicht auch aufpassen, ob man die verwenden darf oder nicht. Aber natürlich interessant. Also hier hat man im Prinzip diese Daten für die einzelnen Bundesländer und auch Landkreise, was natürlich ganz interessant ist hier. Was ist denn das hier? Eine Corona-Hub 2020, nationale Plattform für geografische Daten. Ja, das ist so eine ArcGIS-Seite. Ist natürlich interessant. Ne? Da kann man natürlich auch, wenn man jetzt irgendwelche Tools hat, kann man natürlich dann da auch sehr schön filtern. Hier, das ist sogar eben eine Ansicht, die man hier gleich eben hat. Ne? Also das ist natürlich perfekt. Da hat man die Daten natürlich gleich
visualisiert hier, kann man hier Bayern, Fälle 39.000 und so weiter und kann dann da natürlich gleich irgendwie in der Weboberfläche gucken, ne, so schick. Wäre natürlich eine Visualisierung immer gut, ne, wenn man die hat. Da sieht man auch gleich hier, dass dann am Rande hier da schon auch sehr in Tirschenreuth war ja das auch hier, diese vielen Todesfälle gab auch, ja, genau. Man kann natürlich die Rohdaten, wie gesagt, haben wir ja schon gesehen, sich da raussuchen und ist natürlich sehr interessant. Ja. Man kann sich da mal durchklicken und einfach mal auch für eine Visualisierung sich vielleicht Anregungen holen. Ja, genau, Wir versus Virus. Also wie gesagt, hier unter diesem Link, CSV-Datei, da gibt es genug Ressourcen, auch die anscheinend interessant sind, weil dieses Hackathon eben diese CSV-Datei generiert hat. Ja. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das natürlich irgendwo interessante Daten sind. Bei dem GovData waren wir schon. Es gibt da noch was, es gibt das Statistische Bundesamt. Ja, also da gibt es natürlich auch Daten zu allen möglichen Themen. Also abgesehen jetzt von Corona gibt es natürlich zu allen anderen Themen natürlich Daten, was auch vielleicht ganz interessant wäre. Also dass man sagt, okay, es gibt hier zu Bildung und was weiß ich, irgendwelchen Finanzen, Daten, auch als CSV-Dateien immer, die man runterladen kann. Es gibt natürlich hier auch, wie man sich es auch denkt, hier eine Corona-Seite vom Statistischen Bundesamt, Startseite Corona-Statistiken, Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt natürlich weitere Angebote, Fallzahlen weltweit oder eben vom Robert-Koch-Institut. Und irgendwann kommt man dann auch wieder, denke ich, auf solche Datensätze, die wir eh schon gehabt haben beim Robert-Koch-Institut auch. Ja. Und das ist natürlich jetzt erstmal für normale Leute sozusagen, die jetzt nicht Datenanalyse betreiben wollen, zum Lesen natürlich. Man kann natürlich irgendwo auch dann da sich durchklicken zu den Datensätzen schlussendlich. Ja, was gibt es noch? Es gibt natürlich unendliche Anzahl von Datenquellen, auch zum Thema Corona und auch nicht Corona. Es gibt hier noch andere Datensätze. Auch bei GitHub gibt es natürlich mittlerweile Linksammlungen zu Datensätzen. Da kann man sich hier auch die Themen aussuchen. Also da kann man jetzt sagen, okay, ich hätte gerne Datensätze zu irgendwas anderem mal. Also ich gehe jetzt mal vielleicht einmal von dem Corona-Thema weg und sage, okay, ich hätte gerne Daten über Sport. Ja. Und da gibt es natürlich jetzt eher irgendwie, was weiß ich, Time Series, also das heißt zeitbasierte Daten, irgendwie über alles Mögliche oder auch eben hier zu Sport verschiedene Tennis-Datenbank, wenn es jemanden interessiert. Ne. Also alles Mögliche an Datensätzen. Das ist jetzt hier eigentlich hier, das ist hier ausgeklappt. Ne. Also man kann hier sehen, unheimlich viele Datensätze, awesome data. Man könnte auch mal wirklich auf Biologie nochmal gehen und kann dann da natürlich Protein-Datenbank, okay. Also ich denke, für jeden ist was dabei. Ne? Es könnte sein, dass einen gewisse Sachen interessieren und man findet da sicherlich auf GitHub auch was. Also mittlerweile gibt es auch nicht nur viele Datensätze, sondern auch eine unübersichtliche Anzahl an Links zu Datensätzen. Es gibt auch noch, vielleicht mal, wie gesagt, gehen wir mal da weg. Ich habe hier auch noch ein paar andere Datensätze mal. Es gibt zum Beispiel auch Kriminalstatistik. Ja. Auch interessant. Die Polizei veröffentlicht nämlich auch Datensätze. Da gibt es jetzt hier polizeiliche Kriminalstatistik. Es gibt Presseberichte. Es gibt aber auch dann wirklich Datensätze. Und zwar
vom BKA. Hier aktuelle Informationen. Und da gibt es hier 8. Mai 2018. Okay, das ist die veröffentlichen das dann. Und hier nochmal 2017, Opfer nach Alter und Geschlecht, erweiterte Altersklassen, Excel oder CSV, irgendwelche Kriminalstatistiken halt, ne? Opfertabellen. Mal schauen, was gibt es denn da noch? Ist das jetzt einfach polizeiliche Kriminalstatistik? Ich bin da eben auf 2017 gelandet. Ich kann natürlich auch zu den neueren gehen, zum Beispiel 2019, also das heißt, die für 2020 wird dann erst nächstes Jahr veröffentlicht. Da können wir mal drauf gehen. Ich kann dann auch nach verschiedenen Delikten filtern und habe hier eben verschiedene Datensätze zur Verfügung auch wieder mal. Ich muss mich da bloß wieder reinklicken. Broschüren, Standorttabellen, Falltabellen, Verdächtigentabellen. Aha, okay, Opfertabellen. Sind das Zeitreihen? Was ist denn verdächtigen Tabellen? Ist ja interessant. Tatort, Wohnsitz. Ah ja, das ist interessant. Das heißt, es gibt wirklich im Zweifelsfalle für den Angeklagten, ich weiß es nicht, Tatverdächtigen Tabelle, Tatverdächtige insgesamt nach Alter und Geschlecht. Tatort, Wohnung, Beziehung, Excel. Tatort, Wohnung, Beziehung, CSV. Sonstige Angaben zum Tatverdächtigen. Interessant. Schauen wir uns doch mal das an, was da jetzt hier kommt. Machen wir das mal als Excel auf. Moment, hier verschieben. Da sehe ich jetzt hier. Verschiedene Möglichkeiten. Straftat. Okay, man kann sagen, okay, sonstiger Mord, Mord im Zusammenhang mit Raubdelikten, männlich-weiblich, Tatverdächtige insgesamt, okay, Straftaten insgesamt. Dann haben wir hier natürlich irgendwo, wie viele, also das heißt, das sind jetzt einfach mal schon aggregiert, mittelschwerer, minderschwerer Totschlag, natürlich irgendwie alles nicht so schön, ja. Alleinhandelnde. Konsumenten harter Drogen, waren es Drogenabhängige, Schusswaffe und so weiter. Genau, das kann man hier. Lesen. Es gibt halt schon quasi vorgefertigte Statistiken. Angaben zum Tatverdächtigen, ja, hier, da. Bei aufgeklärten Fällen und so weiter. Ja. Und alle möglichen Sachen. Also man muss sich da natürlich auch durchklicken. Ist natürlich vielleicht auch interessant, Kriminalstatistik. Und wie gesagt, heutzutage mit diesen ganzen Open Data Sachen gibt es natürlich eine ganze Menge an verschiedenen Datensätzen, die verfügbar sind. Es gibt auch zu Wahlen Daten oft, was auch interessant ist, wenn eben wieder Wahl ist. Da kann man dann eben hier über das Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften auch Daten bekommen. Politbarometer. Hier, ne, mit Button, Politbarometer. Okay, geht gerade nicht. Ja, aber ansonsten kann man natürlich dann da auch zu Wahlen Daten bekommen. Man kann auch natürlich über das Statistische Bundesamt auch zu Wahlen, über dieses D-Statis-Portal natürlich auch Daten zu Wahlen bekommen. Zum Beispiel hier
zu den letzten Europawahlen. Ne? Vielleicht mal ganz interessant. Die waren ja jetzt ja im Prinzip noch nicht so lange. Allgemeine Wahlstatistik. Das ist natürlich jetzt erstmal hier. Es gibt auch noch diese Webseite des Bundeswahlleiters, da kann man natürlich dann auch noch eben schauen. Vorläufiges amtliches Ergebnis. Da gibt es natürlich ja immer irgendwelche Pressemitteilungen. Es gibt aber auch normalerweise, habe ich jetzt bloß gerade nicht irgendwo parat, wo man da jetzt auf diesen Link kommt, Service. Man kommt natürlich irgendwo da auch auf die Daten über den Bundeswahlleiter. Also da gibt es, weiß ich sicher, irgendwo auch die Daten. Man kann auch vielleicht, also wenn man schlau ist, das geht natürlich auch, sich eben die Daten irgendwo rausfiltern. Eben, wie habe ich schon gemeint, mit irgendwie einem Skript, das man sich selber schreibt. Ergebnisse. Hier zum Beispiel, da habe ich ja im Prinzip schon auch ein Ergebnis als Grafik. Ich kann mir das hier anscheinend als Scalable Vector Graphic runterladen. Und könnte das ja auch mit so einem WebSpider machen. Aber ich schaue bloß mal gerade, ob es da noch was anderes gibt, außer SVG-Grafiken. Es gibt hier natürlich eine Tabelle, die sich dann schon mal ganz gut eignet für sowas. Man kann da runterklicken und kann eben die Tabelle sich rauskopieren auch. Das könnte man vielleicht auch machen, dass man einfach die Daten einfach kopiert und dann einfach in einem Texteditor reinkopiert und dann kann man die ja auch irgendwo, wie man sieht hier, relativ leicht, denke ich mal, umformatieren. Gut, ansonsten gibt es natürlich auch noch ganze Menge anderer Datenquellen, auch Twitter-Daten und so weiter. Vielleicht zu guter Letzt noch, ich habe ja hier noch bei dem Data World, das ist vielleicht ganz lustig, da gibt es hier auch eine Donald Trump Twitter-Tweets-Sammlung. Ne? Das heißt, hier kann man die ganzen Tweets von Donald Trump analysieren, die kann man sich ja auch runterladen. Ist ja auch vielleicht mit Corona ganz gut in Zusammenhang zu bringen. Da hat man die Daten, da hat man wieder den Link hier, Share URL. Und kann den dann im Prinzip hier auch sich anzeigen lassen. Tail, da hat man eben mal hier diese einzelnen Tweets hier und geht eben 94 los. Das heißt, da hat er schon angefangen zu twittern anscheinend. Oder machen wir mal Head, was dann kommt. Ja, das geht dann eben halt. Ich bin jetzt irgendwie auf dem anderen Ding noch. Hier, ne? Ja gut, das geht dann bis 2018, das sind jetzt so nicht super aktuell, aber man kann trotzdem mal einfach sich die vielleicht auch interessiert irgendwie auswerten. Also das heißt, da gibt es ja interessante Informationen, die da dabei sind, zum Beispiel auch die Wortwahl vielleicht, man könnte Wörter zählen oder so. Und ja, das ist ganz nett. Ne? Ich hoffe mal, dass es vielleicht auch mal eben Donald Trump Daten gibt, die vielleicht noch aktueller sind. Aber die sind jetzt schon 2 Jahre alt. Das ist natürlich leider so. Man könnte nicht die aktuellen Daten sich selber besorgen. Und man könnte ja dann auch, das ist vielleicht das Interessante,
Dinge miteinander in Beziehung setzen. Das ist ja immer das, was eigentlich Datenanalyse ganz interessant macht, auch Richtung Visualisierung. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, man nimmt die Daten, die jetzt da bei Corona verfügbar sind und stellt die in Beziehung zu irgendwelchen Formulierungen, die Donald Trump eben getwittert hat. Und vielleicht, wenn er jetzt, wie oft er jetzt meinetwegen irgendwelche Wörter gebraucht, wie zum Beispiel eben Corona, oder wie häufig er das erwähnt und so, das ist ja vielleicht auch eine ganz interessante Entwicklung, die man dann da verfolgen kann. Ansonsten, ja, wie gesagt, es gibt natürlich unheimlich viel mehr noch Datenquellen, auch europäische Datenportale und so weiter. Und eben Open Government, es gibt von einzelnen Städten auch was. Also ich habe auch schon gesehen von Berlin, von Großstädten in Amerika und so gibt es auch Datenportale, wo man Daten bekommen kann. Es gibt historische Datensammlungen, aber ich denke, das sprengt dann doch einfach mal jetzt auch den Rahmen hier. Und ich würde sagen, da muss man natürlich auch mal selber auf die Suche gehen. Ich habe ja ein paar schöne Files gezeigt, die ich jetzt von meinetwegen GitHub oder eben Data World eben habe. Da kann man ja selber auch mal suchen und wünsche da eben einfach auch mal frohes Schaffen und frohes Daten analysieren und auch visualisieren. Und ich hoffe, das hat einigermaßen interessante Erkenntnisse gebracht. Ich werde jetzt die Links hier nicht alle rauskopieren und irgendwo veröffentlichen. Das kann man sich dann eben selber vielleicht bei das Video einfach stoppen, die Sachen nochmal genauer anschauen. Und ja, wünsche damit viel Spaß und bleiben Sie gesund und dann bis zum nächsten Video.